Konfirmationszeit war ich viel natürlich hier in der Kirche und habe die Orgel viel gehört. Und da ich da schon Klavier gespielt habe, hat mich das Instrument sehr fasziniert. Habe dann aber erst nach dem Abitur mit dem Unterricht begonnen, weil das parallel zur Schule einfach nicht geklappt hat. Die C-Ausbildung dauert 2 Jahre knapp. Und ich habe vorher die Ausbildung zur kleinen Orgelbank noch gemacht. Die dauert auch 1,5 bis 2 Jahre. Ich habe das in gut 1,5 Jahren durchgezogen. Also meine Orgellehrerin sagt immer, ein falscher Ton ist nicht so schlimm, Hauptsache weiterspielen. Und oft geht es ja auch darum zu improvisieren für ein Choralvorspiel. Und da ist alles möglich. Und auch sonst von den Musikrichtungen ist ja von bis auf der Orgel alles möglich. Von daher würde ich behaupten, falsche Töne sind nicht so schlimm. Hauptsache weiterspielen. Genau. Da stimmen die Töne noch nicht hier. Da? Ja. Schade. Das ist E und Cis. Nein, das oder ist F und Cis. Hände und Füße gleichzeitig miteinander zu bewegen. Ja, im Rhythmus zueinander und das alles zu koordinieren und parallel noch zu registrieren mit den Händen, das ist oft schwierig. Mein erstes Orgelkonzert ist am 25. Oktober hier in der Kirche an dieser Orgel. Und Werke werden von bis wahrscheinlich alles dabei sein, da ich in meinem Orgelabschlussprüfung auch ja, 10 verschiedene Werke präsentieren muss. Und wahrscheinlich wird das eine große ja, Prüfungsvorbereitung als Konzert sein. Und ein Anschluss an die nächste Strophe. Wunderbar. Mehr brauchen wir gar nicht. Das fließt ganz schön, ist auch ein schönes Tempo. Eine Elbphilharmonie würde ich schon gerne mal spielen. Mal gucken, ob sich das irgendwann ergibt durch Zufall. Und wenn nicht, dann ist es eben so. Ich höre sie auch gerne.